Hallihallo, es ist mal wieder Zeit für die Community-Projekte. Ein Update davon, was so in der Community gebaut wird, was da so los ist und worauf man sich eventuell irgendwann mal freuen kann, wenn der Editor tatsächlich dann mal ein paar Updates bekommt, die notwendig sind. Wir fangen an mit meinem guten Freund, dem Foley Lantern, beziehungsweise dem Nur the Lock Driver. Foley, wie auch immer. Und da gibt es ja in diesem Sinne nichts Neues, glaube ich, seit dem letzten Video. Aber er hat hier so ein Highlight-Video gepostet und da können wir mal da mal so ein bisschen reingucken. Ich nehme mal hier den Sound, nehme ich mal runter. Da können wir einfach mal ein bisschen reingucken, was es da so gibt. Hier die Zero HC, was er da halt am Bauen ist. LZB-Störung in Leipzig, gut, das überspringen wir. Hier Baureihe 152. Sehr, sehr schön. Nochmal hier in die Zero HC, den wir uns angucken können. Wann und ob überhaupt diese Mods tatsächlich zur Verfügung stehen werden, ist jetzt mal steht auf einem anderen Stern. Gerade beim die Zero HC kann ich mir vorstellen, dass das aufgrund von Lizenzen und so sehr schwierig werden könnte. Hier Baureihe 186 ist das, glaube ich, ne? Aber mal schauen. Mal schauen. Hier nochmal die Zero HC, der an uns vorbei braust. Ja, sehr, sehr gut. Hier ein Velaro D in München. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Sieht auch wirklich wundervoll aus, das 3D-Modell. Bin ich schon sehr gespannt. Haben wir schon beim letzten Video drüber geredet. Dann hier Baureihe 218, was ja auch von TSG gebaut wird. Auch der Foley hat da ein Modell mal auf die Gleise gesetzt und das sieht auch schon sehr interessant aus. Ja. Und hier kommt mein absoluter Favorit bei dem Video. Ihr seht es gleich, also hier auf der rechten Seite, hier in Essen, steht jetzt einmal hier der Flirt 3. Im Ruhrgebiet fährt vor allen Dingen der Flirt 3XL und halt eben auch der Flirt 3. Die Zero HC haben wir hier auf der linken Seite. Und jetzt dahinter noch was ganz, ganz Interessantes. Nämlich der Intercity-Steuerwagen. Da habt ihr es gesehen. Der Intercity-Steuerwagen. Herrlich. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Mod. Baureihe 152. Sehen wir jetzt gleich hier nochmal hier auf der rechten Seite an uns vorbeibrausen. Sehr, sehr schön. Sieht auch wirklich toll aus, das Modell. Kann man nicht anders sagen. Hier nochmal ein Intercity-Steuerwagen. Den gucken wir uns auch einfach nochmal an. Einfach, weil wir es können. Ja, herrlich. Hat er leider zwar weggeguckt in dem Augenblick, aber ja. Und hier München Hauptbahnhof Tief. Auch da baut er, beziehungsweise ich glaube, da baut auch der gute Fubian, baut er auch, glaube ich, mit da dran, meine ich. Also München Hauptbahnhof Tief, mal schauen, wie das Projekt so laufen wird, was da so kommen wird. Also genau, ne? Was der gute Foley so im Petto hat, ist ordentlich was. Die Frage ist, was kommt wann zuerst? Die französische Lok ist, hatte er auch noch im Bau. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die ist, können wir hier sehen, ne? Haben wir uns schon mal zusammen angeguckt. Bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Gehen wir mal weiter zum nächsten hier. Da habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber geredet, dass da der B-Zocker 6316 an der Strecke Verden an der Aller nach Bremen baut. Das haben wir uns beim letzten Mal alles schon angeguckt und dann gab es ein kleines Update hier, dass mittlerweile die Gleise sind jetzt komplett gelegt zwischen Bremen und Verden. Ne, also der reine Gleisbau ist jetzt vonstatten gegangen. Signale, PZB-Magnete und so weiter sind auch schon da. Und woran er jetzt halt eben dran ist, das hier ist Bremen Hauptbahnhof oder soll irgendwann mal Bremen Hauptbahnhof sein. Jetzt geht es halt um die Szenerie und um das Terrain. Ihr seht, das alles ist jetzt hier noch flach, da sind keine Texturen drauf und so. Das kommt jetzt als nächstes. Und da sitzt er aktuell dran und da wünsche ich natürlich weiterhin viel, viel, viel Erfolg dabei, dass das auch funktioniert. Gehen wir weiter in den nächsten Tab. Hier baut jemand an der Strecke Bad Kissingen nach Erfurt. Das habe ich euch bisher nicht gezeigt, weil das ein recht neues Projekt ist. Da gibt es aber auch noch nicht so viel zu sehen. Ihr seht, ein paar Gleise sind schon gelegt. Hier die ersten Bahnsteige auch schon hier. Die Gleise, so sieht dieser Streckenplan hier aus. Also man fährt hier so einmal im V, wenn man es so möchte. Und hier auch schon mal erste Screenshots,
wie das dann jetzt nach und nach langsam Form annimmt. Das Ganze sieht jetzt natürlich noch sehr kahl und unbelebt aus und so, das ist dann ganz klar. Aber es liegt halt eben daran, hier in Rottershausen haben wir sogar einen Bahnsteig. Das liegt natürlich daran, dass hier keinerlei Texturen vorhanden sind, keine Terraindaten. Das ist alles noch ganz, ganz stark Work in Progress. Auch da wünsche ich natürlich viel Erfolg dem Dios oder der Dios bei dem Projekt. Wir gucken weiter. Die Rosenthalbahn. Auch da baut jemand an einer weiteren Strecke, die allerdings in Österreich diesmal liegt. Und zwar zwischen St. Veit an der Glan und hier unten in Weizelsdorf. Die ersten paar Kilometer Strecken bzw. Gleise wurden auch schon gelegt, hier zwischen Maria Saal und Klagenfurt an der Bichl. Und das ist eine Strecke, die ist insgesamt um die 30 Kilometer. Und hier dieser Teil, das sind so 7 Kilometer, damit hat er jetzt angefangen, der Thomas 9970. Und wird da dann praktisch dann weiterbauen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Hier gibt es auch die ersten Screenshots. Hier Maria Saal, Gleise, österreichische Signale, die wir seit der Vorarlbergbahn haben, sind auch schon gelegt. Terraindaten sind eingepflegt. Das heißt also, wir haben auch hier Berge und so weiter im Hintergrund. Ja, das funktioniert alles schon. Oberleitung ist zumindest teilweise jetzt auch schon da. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Mal gucken. Nee, genau. Weitere Screenshots gibt es da nicht. Das Ganze ist recht nah an der italienischen und slowenischen Grenze. Es wäre also vielleicht möglich, die Strecke sogar zu erweitern bis nach Villach. Das wäre schon ganz cool. Sieht aber auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, wenn es da weitere Neuigkeiten gibt, ne, dann lasse ich es euch natürlich wissen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr da weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Nächste Strecke, die Oberwesterwaldbahn. Das habe ich euch bisher noch nicht erzählt, das ist seit dem letzten Video passiert. Und zwar baut hier der Robert Schulz, der schon sehr, sehr viel hier in diesem Forum gepostet hat, sehr, sehr viele Tutorials und sehr engagiert ist und anscheinend auch sehr, sehr viel weiß, baut jetzt eine Strecke zwischen Au-Sieg und Limburg an der Lahn und das Ganze hier über Westerburg und Altenkirchen mit einer Streckenlänge von 28,6 Kilometern bis nach Westerburg, 65,1 Kilometern nach Altenkirchen und die ganze Strecke bis nach Au sind 78 Kilometer mit insgesamt 28 Strecken, 28 Haltepunkten. Das aktuelle Ziel ist es, bis nach Westerburg erstmal zu kommen, ja, also praktisch diesen Teil hier auszubauen. Und das Ganze, das sind schon zum Beispiel 12 Bahnstationen, das ist schon ordentlich was. Hier sehen wir die ganzen Stationen einmal aufgelistet. Die Strecke ist eine Dieselstrecke, nicht elektrifiziert. Und das Ganze soll so dann am Ende aussehen. Hier die 648 oder 640. Also was sollte dann am Ende auf der Strecke fahren? Die Class 66, die Baureihe 266 könnte hier auch ganz gut unterwegs sein. Also mal schauen, was da so wird. Und seinen Progress gucken wir uns mal hier an in diesem Video. Ja, okay, Full HD haben wir da schon eingestellt. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal hier aus. Ja, hier, das ist Limburg an der Lahn, die Station, wo auch ihre ICEs halten. Da das, wo überall blau ist, da liegen Gleise oder sollen Gleise liegen. Ne? Auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß nicht genau, was diese roten Vierecke sein sollen, ob das die Orte sind, wo Signale liegen oder Weichen sind. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also, so erkenne ich mich leider mit dem Editor selbst nicht aus, was das heißen soll. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Gleise. Sehr viel hier zu bauen. Ja, vielleicht sind das tatsächlich Signale, die da stehen. Ja, doch, das ergibt Sinn, wenn das Signale sind. Ja, also so sieht das Ganze hier aus. Die Höhendaten, wie ihr seht, sind auch schon eingepflegt. Ja, da seht ihr Berge da im Hintergrund. Hier den See. Also auf jeden Fall schon sehr interessant. Also das hier, ne, das ist das Google Maps Overlay. So wird das am Ende natürlich nicht aussehen, sondern das ist halt nur dazu da, um die Strecke entsprechend da drauf bauen zu können, um zu wissen, was wohin gehört. Das ist ganz klar. Genau, so sieht das hier aus. Das hier nochmal schematisch, die ganzen Gleise, die jetzt hier liegen zwischen Limburg an der Lahn und Diez Ost.
Dann hier die Strecke bis nach Westerburg, auch da die ganzen, hier Burg Eltz, da kann man dann auch dran vorbeifahren. Ist glaube ich, Eltz, ne? Müsste, glaube ich, Burg Eltz sein? Ich glaube schon. Die Strecke, die Gleise zwischen Westerburg und Limburg liegen auch schon. Das ist hier die restliche Strecke. Da liegen die Gleise jetzt natürlich noch nicht. Hier mal ein Flyover der gesamten Strecke. Das gucken wir uns natürlich nicht in Gänze an. Wir starten hier in Limburg. Und dann kann man hier so drüber fliegen. Es geht dann hier so nach rechts ab. Zweigleisig, nicht elektrifiziert. Wie ihr seht, ne, die Höhendaten sind da. Hier ist zum Beispiel eine Brücke an dieser Stelle. Das ist ganz interessant, wie das dann dargestellt wird. Dass hier dann praktisch das Terrain endet. Und man sieht aber im Overlay, hier ist dann eine Brücke, die geht dann bis hier unten hin. Ja, und hier gehen dann die Gleise weiter. Ja, genau. Ich spule mal ein bisschen fort. Eingleisig teilweise auch. Oder zu einem großen Teil sogar eingleisig. Das hier ist, glaube ich, auch eine wirklich schön, ein sehr schöner Teil der Strecke, oder? Also ich glaube, wenn das am Ende ausgebaut wird und es so aussieht, wie ich es mir vorstelle, das muss der Hammer sein, hier lang zu fahren, lang zu dieseln. Vielleicht haben wir bis dahin die Baureihe 218 oder die 232 oder sowas und könnten dann damit sogar hier lang fahren. Das wäre natürlich mega krass. Natürlich haben wir aber unsere ganzen Dieseltriebwagen, mit denen wir auch hier schon lang fahren können. Das ist ja alles gar kein Problem. Auch hier. Also ordentlich, ja, das Gelände geht ordentlich hoch und runter. Hier mal so ein bisschen landwirtschaftlicher und flacher. Genau. Ja, also allein schon, wenn dieser Streckenabschnitt irgendwann fertig gebaut ist, allein das ist ja schon wirklich der Wahnsinn. Da muss es ja gar nicht bis ganz nach Au gehen. Allein hier zwischen Westerburg und Limburg zu fahren, muss ja schon wirklich, wirklich eine tolle Erfahrung sein. Und dann hier zum Schluss. Wenn es lädt, das hier ist Westerburg, der Bahnhof und dann geht die Strecke da rechts noch weiter. Also ehrlich, auch da drücke ich natürlich die Daumen und hoffe, dass der gute Robert dann weiterkommt an dieser Stelle. Genau, erklärt dann hier immer mal wieder so, was da so gebaut werden muss, wo da die Probleme sind. Wie man vielleicht an bestimmte Assets rankommt. Ne? Die Brücke muss dann am Ende so aussehen. Mal gucken, wie das funktioniert. Und so weiter und so fort. Also, wenn es da Neuigkeiten gibt, dann halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Gehen wir mal weiter. Hier hat der Dorian die Bahnstrecke zwischen Rheine und Norddeich-Mohle angekündigt. Mit einer Streckenlänge von 176 Kilometern weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Sehr ambitioniert. Vielleicht sogar ein bisschen überambitioniert, das hat er aber auch selbst schon geschrieben, dass er das weiß. Mal schauen, wie viel dann am Ende tatsächlich erfolgt. Aber ich drücke ihm natürlich die Daumen und hoffe, dass es funktioniert. Zumindest ein Teil der Strecke wäre ja schon ganz gut. Gebaut hat er in diesem Sinne noch nichts, also es gibt da noch keine Work-in-Progress-Bilder, die ich euch dazu zeigen kann. Aber hoffen wir mal, dass er gut da weiterkommt und für uns vielleicht irgendwann mal da was aus dem Editor dann zeigt, wie weit er ist, ob er schon mal die Gleise gelegt hat und so. Das ist ja alles ordentlich. Ne, 176 Kilometer, das wäre dann, glaube ich, die längste Strecke, die wir im TSV haben. Von daher, das wird, also wenn die Strecke tatsächlich in Gänze kommt, dann wird es sehr, sehr lang dauern. Dann hier ein kleines Update zur Kleinbahn Wächtersbach nach Bad Orb. Ich glaube, die habe ich euch beim letzten Mal auch schon gezeigt. Hier von Wächtersbach nach Bad Orb in ich weiß gar nicht, in welchem Bundesland das ist. Ist das überhaupt Deutschland? Wächtersbach. Weiß ich nicht. Es ist eigentlich eine hier 600 mm Spur. Aber some special old diesel trains were used on the route when it was still built as. Ja, und dann, also es war halt früher tatsächlich eine Normalspur und jetzt mittlerweile eine Schmalspur. Und ich glaube, was er vorhat, ist, das Ganze in Normalspur zu bauen, also in so einem etwas historisch zurückgelegenen Zeitpunkt. Hier sehen wir die Strecke. Hier, da sind jetzt die Gleise fertiggelegt zwischen Wächtersbach und Bad Orb. Oder sind jetzt hier zu 90% fertig an dieser Stelle. Da sehen wir halt wieder so ein paar Screenshots aus dem Editor, wie das Ganze bisher aussieht. Und hier gibt es ein Video. Einfach mal, können wir auch mal einfach mal ein bisschen reinspringen. Strecken-Preview.
mach's mal ein bisschen leiser hier. Da fährt er ein bisschen da rum durch die Gegend. Ihr seht, da sind noch keinerlei Assets da. Ich glaube auch keine Signale oder so. Das Einzige, was wir halt haben, sind bisher die Gleise und das Terrain. Und das ist halt nicht wenig. Ne? Allein das, was ihr hier seht, hat schon ultra lang gedauert, das Ganze so zu bauen. Mit den ganzen Weichen und so. Das ist alles nicht so einfach wie bei Transport Fever oder so zu machen. Genau, und man kann die auf jeden Fall schon mal fahren, aber da fehlt natürlich noch alles an Terrain, also nicht an Terrain, aber an Texturen, an Assets, an Signalisierung, Fahrplan, das alles ist natürlich noch nicht da. Aber ihr seht, das sieht schon ganz interessant aus. Er hätte vielleicht das Google Maps Overlay anmachen können, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr sehen können. Hier links, das müsste wohl so ein Fluss sein, an dem man hier entlang fährt, ne? Hier seht ihr es da links. Ja, ne, und hier das Terrain, das geht dann noch praktisch dadurch. Das sind dann alles die Dinge, die dann im Laufe des Prozesses irgendwann verbessert werden. Hier eine Brücke an dieser Stelle. Und da kann man mal so ein bisschen sehen, wie viel eigentlich in so einer Strecke drinsteckt, wie viel da gemacht werden muss, wie viel Arbeit. Das ist auch für die großen Studios wie DTG oder so. Und das darf man nicht unterschätzen, wie viel da drinsteckt. Ja. Ja, also auch schon auf jeden Fall sehr interessant. Und hier vorne, das ist Bad Orb. Also, genau, hier gibt es noch ein zweites Update. Erst vor kurzem gepostet, Anfang dieser Woche am Dienstag. Ports to folder. Ich mache mal hier ein bisschen leiser. Da erzählt er noch ein bisschen was. Also wir haben hier tatsächlich die Bahnsteige mittlerweile auch an dieser Stelle. Ja, also so ein bisschen die Gleise noch verbessert, damit nicht mehr so hin und her springt. Dann an dieser Stelle, da wird wohl ein Bahnübergang entstehen. Ne, ist schon mal praktisch die Vorarbeit für diesen Bahnübergang. Hier auch wieder so ein Bahnübergang, das sieht man schon, also das hat er jetzt auch schon gemacht. Also da sind schon ein paar Assets hier aufgebaut. Das wird irgendwann mal ein Fußballplatz. Ne, hier ein Fluss, der lang fließt. Ja, ne, also so viel mehr ist da jetzt noch nicht, was so Assets und sowas angeht. Aber hier, ihr seht schon ein bisschen Terrain-Texturen. Hier diese Unterführung schon mal texturiert und mit den Assets ausgekleidet, sodass wir hier einen gescheiten Tunnel haben. Ja, ne, also alles nicht ohne, auch das, solche Dinge brauchen halt viel Zeit. Hier haben wir so ein kleines Brückengeländer schon mal an der Seite. Die Brücke an und für sich fehlt natürlich hier an dieser Stelle. Hier auch, das sah vorhin noch anders aus, ne? Ihr habt es gesehen, also hier mal dieser Progress, hier der Fluss. Ja, ne, also auf jeden Fall einiges hier schon gemacht an der Strecke und ich bin sehr gespannt, was da weiterhin passiert. So, nächstes Projekt. Mein guter Freund, der Markus, hat auch ein paar Projekte. Der ist vor allen Dingen, was so Soundmods angeht, hat er da einiges im Petto. Unter anderem hier für die 612. Ja, also 612, das werden wir uns jetzt nicht im en Detail alles angucken, aber ihr seht, ich möchte einfach nur vorstellen, was er da so macht. Hier für die 628 sollen die Spiegel funktional gemacht werden. Da, herrlich. Mal gucken, ob das klappt, weil das ist sehr performance-lastig. Und hier eine Preview für die Soundmod für die 628. Auch daran arbeitet er. Ja. Nicht schlecht. Auch eine Strecke. Who knows? Future will tell. Genau, also das ist der Markus und seine Soundmods. Auch da haben wir einiges, worauf wir uns freuen können. Bin ich schon sehr gespannt. Dann hier baut der gute Marius die Strecke Hahn-Solingen-Wuppertal-Remscheid-Schwelm. Die HSWRS, wie er es nennt.
Und das ist halt hier, können wir es auf der Karte sehen. Hier ist Hahn, hier links Solingen, Remscheid. Dann geht es hier hoch nach Wuppertal und Schwelm ist. Wo ist Schwelm? Sehe ich gar nicht, wo Schwelm ist. Also man fährt hier so ein bisschen so im Kreis im Grunde genommen. Und da hat er schon so ein erstes Update, hat hier schon so ein paar Assets gebaut, die er benutzen möchte. Hier Verkehrsschilder, Postbox, so ein Verteilerkasten und so ein Parkautomat. Also auf jeden Fall schon ist er schon gut da dran und baut da schon so ein bisschen. Aber ansonsten gibt es da jetzt noch keine Updates dazu. Dann hier das absolute Highlight ja schlechthin, das habe ich euch schon einmal gezeigt, die Main-Weser-Bahn, die S-Bahn Frankfurt. Das Video haben wir jetzt schon mal angeguckt. Es gibt mittlerweile, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ein zweites Video dazu. Das hat, glaube ich, unter anderem der Train Gamer auch liebe Grüße gezeigt. Ich scrolle mal runter oder hier auf der nächsten Seite, bis wir mal das Video sehen. Da. Also noch ein bisschen mehr Progress. Ich gehe mal hier zum Anfang. Hier fährt er einen Güterzug. Das Ganze im Fahrplan. Signale stehen da schon. Ich glaube, die Signale sind noch nicht komplett fertig gebaut. Frankfurt Hauptbahnhof gibt es leider immer noch in diesem Video nicht zu sehen, aber es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr cool aus. Ich nehme mal hier den Sound runter, weil darum geht es ja gar nicht so sehr. Hier so ein bisschen die Skyline von Frankfurt, die Weichen. Ja, PZB ist aus. PZB, Magnete und so sind, glaube ich, noch nicht ganz alle verlegt. Signalisierung passt noch nicht zu 100%, aber sowas dauert natürlich. Hier, ich scroll mal ein bisschen weiter. Da links sehen wir die S-Bahn, die dort hält. Hier Dostos, also ordentlich was los im Fahrplan. Ja, hier ein bisschen performance-lastig natürlich auch. 146. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Die Strecke gibt es ja, glaube ich, im Train Simulator. Oh, ein ICE. Und da ist die auch schon ja top. Und dann auch bald hoffentlich im TSW. Also wir haben vorhin ja diese Videos gesehen, wie viel Arbeit da drin steckt und jetzt, das ist ja schon so ein krass fertiger Zustand. Kriegt man dann langsam so eine Vorstellung, wie viel in so einer Strecke drin steckt. Auch wenn die nicht so gut aussieht, auch wenn da vielleicht so ein paar Mal so ein bisschen hier und da mal so Assets vielleicht fehlen oder schlecht platziert aussehen und so, trotzdem braucht das alles so viel an Arbeit, um etwas schlecht aussehen zu lassen. Und es braucht noch so viel mehr Arbeit, um etwas gut aussehen zu lassen. Das ist halt eben das Krasse an der Sache. Hier S-Bahn, die an einem vorbeirauschen. Ich scroll mal ein bisschen vorne. Ich nehme mir das jetzt einfach mal hier raus. Hier auch wundervoll dieses Gebäude, unter dem man praktisch durchfährt. Auch sehr, sehr, sehr cool. Hier jede Menge S-Bahn, KI-Verkehr ohne Ende. 423er, glaube ich. Ja, ne, also. An der Performance wird hoffentlich dann irgendwie noch geschraubt, dass das optimiert wird, weil das ist natürlich ein bisschen sehr schwierig. Aber gut, es ist halt eben Frankfurt, ne? Das ist halt das, was man da erwartet, auch mit Frankfurt. Ich glaube, man kann keine Strecke nach Frankfurt oder aus Frankfurt herausbauen, die nicht performancelastig ist. Das ist, glaube ich, unmöglich bei Frankfurt. Bei so viel KI-Verkehr, bei so vielen Gleisen, bei so viel Vegetation. So vielen Assets ist das, glaube ich, nahezu unmöglich. Ja, so scrollen wir mal ein bisschen weiter. Also da kommt auf jeden Fall. Also es sieht wirklich auf ganzer Strecke einfach toll aus. Aber eben stark performance-lastig. Das sieht man in dieser Preview definitiv. Und da, ja, weiß ich nicht, ob der Modder da irgendwas machen kann. Ich hoffe mal sehr. Also. Einfach nur der Wahnsinn. So, also so viel dazu. Genau, sonst gibt es ja nichts dazu. Hammermäßig. So, nächstes ist hier die Strecke Husum. Das Video haben wir uns auch schon mal angeguckt. Husum-Tönning oder nach Bad St. Peter-Ording. Das Video haben wir uns schon mal zusammen angeguckt. Es gibt da jetzt ein paar
Hier nochmal so ein weiteres Video, ein kleines Update. Ich glaube, das haben wir uns nämlich noch nicht zusammen angeguckt. Ja, also sieht das hier aus in Husum. Bahnsteige schon mal ein bisschen besser ausmodelliert. Szenerie und so fehlt hier an der linken Seite. Da seht ihr es, da fehlt noch einiges. Da hier eine Foslo G6, die hier vorbei dieselt. 612er. Und dann fahren wir hier los. Und das sieht wirklich toll aus. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Auch das Projekt wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes sein. Hier noch ein paar mehr Screenshots. Wie unglaublich schön das aussieht. Hier im BÜ. Landschaft und so. Hammer. Hammer. Und letztes, was ich euch zeige, das Projekt Euregiobahn. Hier baut der Thais Nuis 1999 die Strecke von Münster nach Gronau. Ich war schon an beiden Orten, sowohl in Münster als auch in Gronau. Münster ist zumindest sehr sehenswert, Gronau sei jetzt mal dahingestellt. Und das Ganze soll hier mit der 648 dann befahrbar sein. Hier seht ihr jetzt auch schon, da hat er die Zugzielanzeige Enschede mit eingebaut. Die Gleise zwischen Enschede und Gronau liegen auch schon. Also auf jeden Fall einiges, was uns da in Zukunft noch erwartet. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Gut, das war's für das Update Community-Projekte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, worauf ihr euch so am meisten freut, was so bei euch auf der Liste ganz weit oben steht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao.